Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Far Cry 5. Ja, wir suchen uns die Story momentan selber. Das ist auch gar nicht so schlimm, weil wir ja noch nicht alles aufgedeckt haben. Man hätte mit dem Flieger wahrscheinlich auch einmal alles abfliegen können. Dann hätten wir auch gesehen, wo wir die Mission bekommen. Die letzte war Lamb of God. Da haben wir die Kirche nicht befreit, kann man nicht sagen. Nö, wir haben hier ein Mädel geholfen, als Story-Mission das Grab ihres Vaters zu beschützen. Dann haben wir eskortiert nach hier, wo ich gerade stehe. Und heute möchte ich gerne nach Ray and Sons. Und verdammt ist das, was ich sagen wollte. Dafür gehen wir aber nach Falls End. Kaufen uns mal neue Munition. Denn wir sind ziemlich leer geschossen seit der letzten Folge. Und schau mal, ob es vielleicht eine neue Waffe gibt. Das Sniper ist super. Vor allem das Scharfgeschützte. Das Schallgedämpfte. Das ist echt tolles Teil. Da kannst du wirklich, wenn sie das nicht sehen, Leute ausschalten. Ich bin ja eher so der Sniper-Typ. So, Waffen da. Mal ganz dezent reingehen. Schön, dich zu sehen. Auch schön, dich zu sehen. Munition. Teuer. Okay, geht. Dann sind wir wieder rappelvoll. Und dann fahren wir eiskalt dahin, oder? Ja, hier haben wir da Punkte. Mal bis zur Kreuzung. Dose, 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 Dose! Nein. Oh, knapp. Die mit den fetten Maschinengewehr oben drauf sind echt hardcore. Da muss man echt aufpassen. Die machen einen schneller Tod, als man will. So, jetzt haben wir da aber einen Wachposten, der natürlich. Ja, mit der Faust wollte ich das. Ist das nur ein einziger? Der wäre nie einer alleine. Fahrerplatz ist auch leer. Okay, wir müssen jetzt hier hochmarschieren. Da ist noch unentdeckte Gefilde. Das ist noch komplett unentdeckt hier. Okay. Ich habe wahrscheinlich irgendwas markiert, aber wirklich immer. Und wegen Tiere muss er auch noch sauer aufpassen. Die sind auch noch super aggressiv. Ein Schrupp, Schrupp. Oh Gott. Okay. Das hier sieht schon wieder sehr bewacht aus, finde ich. Und man hört's. Da. Ort entdeckt. Ray and Sons. Ration, was auch immer das heißt. Wir könnten jetzt, wenn wir wollen, so ein bisschen snipen, ohne dass wir es mitbekommen. Du, das halt nur. Schon wieder Gegner, die nichts mit der Map zu tun haben. Ah, das schauen wir doch. Oh. Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Jetzt haben sie Ahnung, wo es herkommt. Scheiße. Komm, ich bin hier. Die sind so gute Schützen. Nein, mach ich denn? Säcken-VIP. Nein! Lad nach. Ja, ja, kämpfe gegen mich. Er hat sein Kumpel geholfen. Aber nur für kurz. So, wer ist denn da lang gerannt gerade? Ich bin gespannt, was auf mich hier wartet. Ist das so ruhig? Ist das auf einmal so ruhig? Das Sniper ist echt gut. Ja, 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 ich mache ja weiter, keine Angst. Ah, gut, da sieht er die nächste Story-Mission. So,
das ein neues Gewehr? Nee, ne? Also ich mag das mit dem Aufsatz halt sehr viel lieber. So. Bis jetzt haben die aber immer noch alle dieselbe Waffe, was ich sehr, sehr komisch finde. Hey, ich muss mit dir reden. Naja, wir müssen erstmal gucken hier, was... Aber ich darf immer noch nicht, ne? Aber ich kann's freischalten. Ich kann's freischalten. Schweißbrenner. Ich nehme den jetzt auch. Okay, ich glaube, ich brauche einen Schweißbrenner dann. Das ist ja witzig. Aha. Hallo Kim, ich habe meine finale Liste mit Babynamen zusammengestellt. 6 Jungen und 6 Mädchennamen. Jungs, Nick Junior, Nick, keine Ahnung, was das bedeutet. Ace, Pilot, Gunner, Wingman. Mädels, Nicole, Nicola, Nikita, Niki, Niki, Nicoletta. Okay. Tolle Information. Ich muss dann wahrscheinlich erst einen Schweißbrenner kaufen, ne? Oder sowas. Okay. Ja, dann will ich mit dir auch nicht reden. Wir stecken hier fest! Wir stecken hier fest! Ich schwöre bei Gott, dass ich diesen Hurensohn John Seed umbringen werde. Ja, ja, das werden wir noch. Hast du die Peggys mit meinem Flugzeug abhauen sehen? Nein. Ich muss es wieder haben. Das war unsere einzige Chance, hier rauszukommen. Ich hab ein bisschen Angst gerade. Ich würde ja selbst gehen, aber meine Frau ist schwanger und überfällig und ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich meine, ohne das Flugzeug sind wir am Arsch. Bitte, ich... Meine Familie braucht deine Hilfe. Tut mir leid. Diese Gefühlsduselei ist nicht mein Ding. Mhm. Ich bin übrigens Nick. Du, so wie ich die Sekte kenne, haben sie meinen Flieger auf John Seeds Ranch gebracht. Das ist die einzige Piste, wo man das Ding landen kann. Und wieso? Ich weiß, das ist ganz schön viel verlangt. Aber ich bin echt verzweifelt. Wingman Story Mission? Es sind aber nicht die Hauptmissionen, da bin ich jetzt doof. Ich dachte, ich hätte jetzt einen Schweißbrenner, aber ich glaube, ich muss das dann kaufen. So typisch Tim. Macht seine Punkte weg und kann nichts machen. So, da steht doch ein dicker Flieger. Ah ne, den kann ich da kaufen. John Seed Ranch. Kann ich denn mir einen leisten? Nur so mal spaßeshalber. Wo darf man den denn da? Ich habe das Ziel im Sicht. Ach komm, Flieger. Du gehst mir schon seit letzter Folge auf den Sack. Was bist denn du? Ein Waffenbruder? Du hast den Blick eines Jägers und das ist gut. So wie es hier zurzeit läuft, muss man für sich selbst sorgen. Ich dachte, wir unterhalten uns. Du bist kein Peggy. Dann hast du bei mir schon mal einen Stein im Brett. Also ein Waffenbruder könnten wir ja. Ich hätte nie gedacht, dass diese Waffe mal so geht. Bräunig. So, wir müssen jetzt runter nach der Farm. Das ist aber ein ganz schönes Eckchen. Wo es geht, hat sich in Grenzen. Wir spazieren durch den Wald, da fühle ich mich eh wohler. Ja, voll böse, die Viecher. Mal voll aufpassen. Oh, das war eine Herausforderung. 2 Vorteilspunkte erhalten. Sehr schön. Da habe ich Hustensaft genommen, keine Sorge. Das mit dem Husten wird nicht mehr so schlimm sein. So, es wird wahrscheinlich ein Warnschild für irgendwas sein, ne? Wollen wir uns mal warnen lassen? Fische? Nö. Neues Jagdgebiet, Schwarzbär. Der hat so einen Reizhusten, das ist so ekelhaft. Was? Alter. Schlangen. Was ist denn das für ein Geräusch?
Warum ist einfach wieder Nacht? Oh, da ist auch wieder Munition. So ein Flieger klauen finde ich aber schon eine harte Mission. Eine harte Nuss. Schwarzbär, oder? Wie bist denn du gewesen? Beeil mich doch. Der Bär war ja auch da. Da unten ist noch eine Hütte. Blöder Bär. Schlappi. Also hier scheint es frei zu sein von Gegnern. War ich schon mal hier? Nie im Leben. Kommt mir so bekannt vor. So, kann ich noch was bauen? Gar nicht. Köder. Wie fehlt mir jetzt meine Dynamitstange? Da ist er doch. Ah, fatt. Fatt. Fuck, wollte ich sagen. So, weiter geht's. Ah, spiel ich schon gut. Macht schon Spaß. Ist halt nur sehr hektisch. Ah, dieser dumme Flieger. Da haben wir irgendwo Wurfhaken. Oh, wir schaffen was. Albernerweise schaffen wir es. Da steht der Flieger. Oh, wenn ich da einfach einsteige, knall ich mich ab. Da könnt ihr einen drauf lassen. Oh. John Cena's Ranch. Das ist ja schon vom Boss die Ranch. Das ist nur ein Insektenaußenposten. Okay, den können wir sogar erobern. Ups. Aber jetzt rumgeballert wäre keine gute Idee, oder? Dann rufen sie wieder den scheiß Alarm. Da ist er. Komme ich doch bestimmt irgendwie hin, oder? Was für ein... Oh, wo war das denn? Könnte man skillen, das ist schneller. Entschärft, nenne ich es mal. Hä? Oh, da kommt einer. Da kommt einer. Der Hund, gut, dass er nicht gesehen wird. Nee. Irgendein anderes Gefecht. Boah, sehe ich erstmal die ganzen Gegner. Unfassbar, ich lebe noch. Das war jetzt bestimmt ein Highlight. Ja, sowas braucht man. Ah.
Wow. Geht es nicht? Haltet die Sünder im Schach! Verstärkung ist auf dem Weg! Hä? Haben wir nur einen Weg, oder? Boomer gibt alles. So, eine Blitzheilung. Ja, du hast nachladen, du musst das killen. Seed Ranch. Da lässt sich das so ein bisschen einfacher nach dem Flieger suchen, oder? Schrott, weg damit. Raser, verfügbare Anpassungsmenü, okay. Du hast also mein Zuhause im Namen deines Widerstands erobert. Ja, kann man so sagen. Laber. Also wir haben schon eine Menge freigeschaltet. Aber Schrotflinten mochte ich noch nie in Spiele. Aber nicht genug Kohle, das ist das Problem. So. Wo ist der Flieger? Da. Aber das. Ach nee, das ist der Fliegerkaufpunkt. Nee, gar nicht, das ist hier drin. Alles klar, ich verstehe. Scheiße, ich bin doch noch nie so geflogen. Mann, das ist das krasseste Spiel. Scheint ein Maschinengewehr zu haben. Boah, was? Ach du Jemine. Wie gebe ich den Gummi? Ah, Leertaste. Wo soll ich jetzt hin mit dem Flieger? Fahre das Flugzeug aus dem Hangar? Okay. Okay, das sieht einfach aus. Also mit der Maus kann man sie steuern, nur mit WASD. Übertrieben! Du musst mir den Vogel zurückbringen. Er ist unser einziger Weg aus diesem Shitstorm. Aber erst muss ich sicher gehen, dass die nicht manipuliert haben. Machen wir ein paar Tests. Halt dich beim Kronkreis scharf links und flieg so tief es geht den Fluss entlang. Das war's. Bloß nicht. Na, das ist nicht so einfach. Ich lass dich mal mit dem linken Flügel winken. Der bereitet mir Sorgen. Der stellt sich immer ein bisschen quer. Oh, ist nicht schwer. Ja, wenn was nicht stimmen würde, wäre die Kiste außer Kontrolle. Ja, ein paar kompetente Piloten hat die Sekte schon auch. Jetzt einfach mit Husten. Mann, ausgerechnet in Jones Ranch einzubrechen und heil wieder rauszukommen. Den Fickern haben wir es gezeigt. Das müssen die erstmal verdauen. Mann, ich hätte echt gern die Gesichter.
Gesichter von denen gesehen. Blöde Peggys. Sind auch wie immer. Was anderes machen die hier gar nicht. Die schlagen vor deiner Tür auf, so wie bei mir, und nehmen sich einfach, was sie wollen. Eigentlich war ja klar, dass alles gut gehen würde. Dieses Flugzeug hat noch keinen Rye im Stich gelassen. Ich weiß nicht, was wir ohne diesen Flieger hätten machen sollen. Du solltest gleich zu der Flussgabelung kommen. Halt dich rechts! Doch, hat die rechts, hat er doch gesagt. Muss aus besonderem Holz geschnitzt sein. Unter uns, keine Ahnung, ich flieg links. Ob mich zutrifft. Ich weiß ja nicht, ob du kleine Monster daheim hast, aber ich kann dir sagen, von meinem Gedanken, dass wir ohne Vater aufwachsen müssen, wird mir ganz mulmig. Dabei ist meins noch unterwegs. Enten. Wenn ich mein Zuhause aufgeben und hören muss, um meine Familie zu beschützen, dann ist es eben so. Ist doch das Richtige, oder? Ach, wie geht das nicht so lang? Ist ja fast langweilig. Wie ging das mit den Bomben nochmal? Ich habe es vergessen. Okay, ich habe es wieder rausgefunden. Es lässt mir immer noch das Blut kochen, dass ich das Zuhause verlassen muss, das meine Familie mühevoll aufgebaut hat. Ja, ich habe keinen Bock mehr durch Ringe zu fliegen. Du solltest jetzt über ein Feld fliegen. Heiz allen Peggys, die du siehst, richtig ein. Und wenn du Blitztankwagen siehst, jag sie in die Luft. Voll weit. Wo genau bin ich denn hier? Mal nur gecheckt hier. Ach, da fliege ich also rum. So, wenn man da ist. Endlich geht's mal hier ans Eingemachte. Die heben sowieso ab. Aber sehr arcade-lastig, also ich glaube nicht allzu schwer. Ein bisschen schneller fliegen. Das ist kein Problem für mich. Guter Lande. Mal so auffüllen, was? Nein. Flieger verliere ich doch jetzt. Viele meinen ja, das wäre das Schwierigste. Ich zeig dir, wie man es macht. Bring die Landebahn vor dich, während du kontinuierlich die Höhe reduzierst. Ja, voll einfach. Ich sag's jetzt so easy. Lande doch jetzt erst. Alle macht echt Laune. Oh mein Gott. Oh mein Gott, da ist sie ja. Na, Baby. Du Hurensohn, hast sie.
Du hast sie, danke! Minigun, ey. Bombenabwurf. Das Flugzeug ist zurück! Ja, hab gehört! Hey, komm schon, wir drehen sie um! Komm schon, pack an! Weißt du, das ist das erste Mal seit langer Zeit, dass ich sowas wie ein gutes Gefühl habe. Diese verdammten Peggys. Kim, komm schon! Wehe, die haben an ihr rumgefummelt. Dieses Flugzeug ist seit 3 Generationen in meiner Familie. Ist das zu glauben? Nein. Kim, kommst du dann? Ehrlich, die Frau macht mich fertig. Ein Supermodel oder so, was jetzt ankommt? Jedenfalls, mein Opa hat sie direkt nach dem Zweiten Weltkrieg gekauft. Sie war sein ganzer Stolz. Ich habe ein paar Veränderungen vorgenommen. Kim, würdest du dich bitte beeilen? Oh. Diese Schweinepriester geben einfach nicht auf. Herr im Himmel, hör zu, in der Luft bin ich besser, aber am Boden bist du wie ein wildes Tier. Ich greife von oben an und du von unten, was sagst du? Kann ich nicht von oben? Oh ja! Kim, du bleibst drin, bis ich zurückkomme. Oh, du hast Löcher hinten drin. Ich muss jetzt einfach nur warten. Wo denn? Oh, ich bin bei ihr. Wie komme ich denn da rein? Wahrscheinlich über die Veranda. Was? Warte, was hält denn der Hund aus? Gar nichts? Das muss ich riskieren. Oh, Schrotflinte. Aber Boomer rettet mich zurück. Weißt du nicht, was ich machen soll? Keine Türgriffe. Und nenn ihn ja immer Deputy, ist ein doofer Name. Sichere. Okay, Frau ist gesichert. Darf wieder von oben an. Ja, oh mein Gott, geschafft! Ich habe einen erwischt! Auserwählt am Arsch! Jetzt gibt's Sonne, ihr Penner! Ja, das bin ich. Was ist das denn? Oh, Scheiße. Das ist ein neues Gewehr? Nee, ne? Hat er nicht gesagt, er erledigt die Scharfschützen auf dem Dach? Nichts macht er. Ist das? Ist das ein normales Gewehr? Ja, ne? Das ist das, was ich die ganze Zeit habe. Klar. Er verbrennt.
dir die Typen. Wow, den habe ich direkt rausgeputzt. Er bombardiert. Bleib auf Distanz. Ich bombardiere die Türen. Du bombardierst überhaupt nicht. Du laberst nur, was du bombardierst. Doch, er bombardiert. War mehr Lack als alles andere gerade. Den bombardier! Gar nichts macht er. Eine Bombe geworfen. Okay, jetzt sollten wir freie Wahl haben. Ich komm runter. Könntest du uns mit den Taschen helfen? Mit was helfen? Komm schon, Kim. Wir müssen los. Nein. Mich? Nein. Komm schon. Das ist unser Haus. Du verstehst das nicht. Ich verstehe was nicht? Dass die unser Land stehlen, unsere Freunde entführen und Gott weiß was sonst? Kim. Nick, dein Großvater hat dieses Haus gebaut. Willst du es wirklich aufgeben? Wer pustet denn da so? Und was ist mit deinen ganzen Plänen, das Geschäft an unsere Tochter zu vererben? Ich sprach davon, es an unseren Sohn zu vererben. Du hast den Ultraschall gesehen. Es ist ein Mädchen. Das war ein grisseliger Schwarz-Weiß-Bildschirm. Darauf kann man gar nichts erkennen. Nick. Ich liebe dich. Muss ich dabei zugucken? Tja, Deputy. Sieht aus, als würde sich die Rye-Familie verschanzen. Hey, hör mal. Wenn du Luftunterstützung brauchst, sag einfach Bescheid. Oh yeah, Baby. Na? Du und ich, wir sind wie Butch und Sundance. Wir sind am Ende beide gestorben. Ach was. Bitte pass auf ihn auf. Mal schauen. Gut. Schnapp mir dann das Flugzeug. Story-Mission Wingman. Der Sender ist da unten. Boah. Und es geht jetzt echt wieder weiter, einfach so? Nee, ne? Die Entsühnung ist der letzte Schritt, um das Wort des Vaters im Herzen zu akzeptieren. Unsere Sünden, endlich offengelegt, können nun entfernt werden. Befreien wir unsere Seelen und Herzen. Der Schmerz der Entsühnung ist immer relativ zur Schwere der Sünde. Und dank dir, Deputy, wiegen die Sünden des Widerstands wirklich schwer. Ihr werdet büßen für die Taten des Deputies. Ihr werdet alle das Wort des Vaters in eurem Herz annehmen. Ihr werdet alle Ja sagen. Okay, haben wir jetzt Ja gesagt? Dann hören wir uns noch das, was? Dann hören wir uns noch das Dings an hier. Kim, Nick, ich will meine Nase nirgendwo reinstecken, wo sie nicht hingehört. Aber ich muss was sagen. Ich mochte die Leute von Eden's Gate noch nie und ihr wohl auch nicht. Aber es könnte sein, dass wir sie bald nicht mehr ignorieren können. Ihr müsst an eure Familie denken, mit dem Baby, das unterwegs ist. Ich weiß, ihr habt ein Leben hier draußen und so, aber meine Familie und ich werden gehen, bevor es hässlich wird. Ich habe gehört, dass sich die Bullen hier demnächst einmischen wollen und dann will ich nicht mehr hier sein. Leute, ihr habt ein Flugzeug. Packt alles ein und haut ab, solange ihr noch könnt. Ernsthaft, ne? Das rate ich euch. Gott segne euch. Also die Flucht wollen viele. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.